Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu dem Sternzeichen Orakel hier für die kommende Zeit. Für dich, was möchte auf dich zukommen? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Starte jetzt einmal hier für dich, für die Sternzeichen Wassermann, Fische und Wiedergeborene. Alle weiteren Sternzeichen findest du einmal in den anderen Videos. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Warte mal, ich mache das so. Und dann werde ich das hier einmal so hinlegen. Hautenergie hier für dich, Mädchen. So, ich starte jetzt hier einmal für dich. Schauen wir, was ich zeigen möchte. Ab heute beginne ich groß zu denken, ohne mich in Frage zu stellen. Das zeigt sich für dich. Hauptenergie, wollte doch noch hier Mädchen. Es geht um die wahre Liebe hier. Bei dir generell geht es um viel Herzschmerz. Ich bekomme eine Situation, wo man sich aufgeopfert hat, hingegeben hat in irgendetwas, tut weh, irgendetwas kränkt, irgendetwas, ja, in der Verbindung irgendwie ist man gemein, ja. Also es könnte sein, dass du hingegeben hat bist, ja, wo man immer verletzt wird irgendwie. Das könnte etwas sein, was immer wieder kommt. Schau bitte individuell für dich, sind allgemeine Messagen hier, aber es ist etwas, wo man in einer Situation eben auch nicht so behandelt wird, wie man eigentlich behandelt werden möchte. Ja, also jemand ist irgendwie gemein in der wahren Liebe. Ja, es könnte wirklich sein, dass du in einer Situation bist, wo du dir wirklich wünschst, weil wir haben hier Justice, oder dir wirklich wünschst, okay, es soll eine Gemeinsamkeit irgendwo sein, es soll die Gemeinsamkeit herrschen, und dann findet es irgendwie auf einer anderen Ebene statt, weil wir haben hier den Ritter der Stäbe in Konstellation, eben auch das Ass der Kelche. In dieser ganzen Konstellation, auch nochmal hier in der Situation, geht es mir in den Dingen um eine Aufopferung, sich einer Situation hinzugeben, und dann ist irgendwie, hier geschieht es, dass man immer wieder irgendwo verletzt wird. Das hier, in der Konstellation ist eine Oberflächlichkeit drin, zeigt sich mit dem Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe möchte Passion, der Ritter der Stäbe ist jetzt nicht unbedingt so gefühlsmäßig unterwegs. Wir haben hier auch etwas, was im Zusammenhang steht, höchstwahrscheinlich für den einen oder anderen, was mit der Vergangenheit eben auch zu tun hat, ja. Auch in Gegebenheiten, wo man gewisse Opfer schon gebracht hat in seinem Leben und dennoch entweder immer wieder auf solche Personen diesbezüglich eben auch trifft oder generell in Gegebenheiten ist, wo diese Person eben nur das möchte. Ja, und das sind dann, das ist auf einer Ebene, wo man ja, eben nicht das Wahre diesbezüglich eben auch auslebt. Und hier geht es darum, dass man eben da sich bewusst ist, dass man in der Vorstellung dessen eben auch ist, was man möchte. Ja, inwieweit zeigt sich das da eben auch nicht verletzt zu werden. Ich kläre das Ganze noch in den Gegebenheiten, weil das ist hier definitiv das Ass der Kelche, dass du selbst erfüllt bist. Um etwas Erfülltes zu treffen, selbst erstmal in diese Erfüllung eben auch zu sein. Ja, könnte bei euch beiden diesbezüglich eben auch sein. Es könnte sein, dass irgendwie etwas geschieht, wo man sich vielleicht dauerhaft streitet oder dauerhaft irgendwie, ja, man ist gemein, man ist laut, man ist irgendwie
es kränkt einen, ja. Also Drei der Schwerter, das ist Herzschmerz. Drei der Schwerter sind hier, ja, auch mitunter eben auch so beleidigend wird oder beziehungsweise, dass es einfach, es tut weh, ja, dass man weggeht, dass man wegläuft, dass man in den Dingen ist und einfach nicht dieses bekommt letztendlich, was vollkommen erfüllend ist. Ja, schauen wir nochmal weiter. Also das sagt sich hier, der Ritter der Stäbe ist da, er ist präsent, er möchte. Wenn du Single bist, dann ist es definitiv, jemand kommt auf dich zu in Gegebenheiten. Ja, und das kann hier in einer Situation sein, Lernaufgaben, Tests, Prüfungen eben auch. Ja, auch das, inwieweit bestehst du da diesen Test, auch das, ja. Es kommt darauf an, was du möchtest, in Form wahre Liebe, ja, also etwas absolut Erfüllendes oder etwas kennst du. Hier ist eine Lernaufgabe drin, hier ist etwas, was du kennst, ja, weil der Ritter der Stäbe ist oberflächlich. Der Ritter der Stäbe möchte auf einer Ebene, ja. Schauen wir weiter. Schaut dir das mal an. Ja, sich aufzuopfern in einer Situation. Die Karte, die in der Hauptenergie gefallen ist, ist nochmal rausgefallen. Und hier geht es um die Erkenntnisse in Form Vergangenheit. In der Form, was hat man für sich gelernt in der Angelegenheit, Partnerschaft oder immer wieder dieselbe Person, die auf einen eigentlich zukommt. Ja, das können unterschiedliche Personen sein. Das muss jetzt nicht diese Person sein, sondern es können unterschiedliche potenzielle Partner diesbezüglich noch sein. Und schaut dir das mal an, hier rutscht direkt noch der Ritter der Kelche raus. Ja? Also, das ist die Situation, dass du definitiv die Auswahl hast und dich letztendlich, wenn du das Tier bist, dich entscheiden darfst, inwieweit, was möchtest du, ja, das liegt hier nochmal drin, weil du weißt, aus vergangenen Erfahrungen mit dem Eremit hast du gelernt, triffst du weise Entscheidungen eben auch, ja, und das sind die Gegebenheiten, wo du letztendlich eben auch hin möchtest. Kann hier mit Kindern auch im Zusammenhang eben auch stehen, auch das. Vielleicht hat man den Wunsch oder es sind Kinder da, das kann es diesbezüglich eben auch sein. Es ist so, dass eine gewisse Aufopferung diesbezüglich eben auch da ist und dass man in die Gegebenheiten eben auch kommt, sich bewusst wird. Schauen wir nochmal auf den Ausgang. Ja, die Liebende. Also, was ich hier eindeutig bekomme, dass es so ist, weil wir haben hier, dass mitunter etwas immer wieder in deinem Leben geschieht, wo du dich dann, wo Streitigkeiten sind, wo jemand laut ist, wo jemand verbal irgendwie, ja, dann ist es so, dass du für dich jetzt entscheiden eben auch darfst oder mehr oder weniger ist es so, dass diese Person möchte. Der Ritter der Stäbe möchte immer. Der Ritter der Stäbe ist dauerhaft aktiv, ja. Nur ist es so, bei den Liebenden eben auch, inwieweit ist es eine gewisse Oberflächlichkeit oder inwieweit ist es eben auch das, was es wünschenswert diesbezüglich eben auch ist. Ja? Reine Liebeslegung hier. Was zeigt sich hier? Ja, kann Dreieckskonstellation eben auch sein, weil der Ritter des, der Ritter der Kelche ist hier ebenfalls nochmal gefallen und wenn ihr gestritten habt, dann kommt man wieder versöhnlich mit dem Kelch. Man wird dir den Kelch eben auch reichen. Und es kann sein, dass du in einer Situation bist, was du vielleicht schon lange so mitmachst und wieder mitmachst. Und nochmal, weil das ist eine Prüfung, das ist eine Lernaufgabe. Das ist etwas, wo du für dich eben auch schauen darfst, inwieweit bist du erfüllt. Inwieweit wirst du das Erfüllte letztendlich vom Gegenpart diesbezüglich eben auch bekommen. Ja, schau bitte individuell für dich. Es ist so, dass man irgendwo mangels einer Situation irgendetwas mitmacht, aufgrund Sorge zu haben, okay, es könnte vielleicht nichts mehr kommen oder es könnte da noch mehr Herzschmerz entstehen. Das bekomme ich hier. Ja? Also schau da bitte für dich. Dieser Ritter der Kelche kommt. Ja, also wenn diese Ebene nicht geschieht, dann wird er auf dieser Ebene kommen. Ja, also persönlich eben auch kommen. Auch das. Schau bitte. Alles, alles Liebe und vor allem ganz, ganz viel Kraft für dich. Schauen wir hier weiter für die Fische Geborenen.
So, mein Lieber, ich starte hier jetzt einmal für dich. Was möchte sich zeigen? Erde, sie ist geflasht von dir. Das zeigt sich hier für dich. Wir haben hier die Quelle Gottes. In Konstellation mit der Hohenpriesterin kannst du ihm direkt kanalisieren. Etwas zeigt sich für dich in Gegebenheiten. Es kann natürlich auch etwas sein, was du gerade, erlernst, ja, was du gerade absolvierst. Aber ich gehe jetzt erstmal auf diese Gegebenheiten eventuell auch ein, dass du im Direkten schöpfst. Du schöpfst aus der Quelle Gottes. Das zeigt sich hier in den Dingen. Ich sehe, dass du gerade mit Gegebenheiten oder generell kämpfst, wenn es diese Ebene diesbezüglich eben auch ist, dass du versuchst, Licht und Dunkelheit mit dir zu vereinen. Das heißt, dass bei dir, das ist speziell und individuell, dass es so sein kann, dass ab und an deine Schattenseite zum Vorschein diesbezüglich eben auch kommt. Und dann ist so, ist in den Gegebenheiten, dass du das ausbalancieren darfst. Ja, also du wirst bewusst mit deiner Schattenseite konfrontiert, ist Dunkelheit, ja, in der Form, dass du dich darauf konzentrierst, das Licht in dir eben auch ist, das auszubalancieren, ja. Also das zeigt sich in Gegebenheiten. Es kann sein, dass du gar nichts davon wissen möchtest. Das auch, ja. Also das auch in Gegebenheiten. Und wir haben hier auch weiß und dunkel, so wie hier dann eben auch, ja. Dass es in den Gegebenheiten ist. Und hier auch dieses, er steht hier auf einem Ball. Also dieses Wanken diesbezüglich eben auch. Auch hier diese große Herausforderung für dich eben auch. Deine Chakren zu reinigen, zu klären für dich eben auch. Diese Herausforderungen, die dann diesbezüglich eben auch auf dich zukommen. Zeigt mich ja auch diesen Schutzkokon, in diesem Schutzkokon zu sein, in der Form könnte etwas Geballtes auf dich zukommen, dass du dich dann nicht irgendwo zurückhalten kannst. Das heißt, es könnte passieren, dass dich jemand in eine Situation bringt und dann auf einmal kommt irgendetwas raus und du denkst dir, wow, diese Seite kenne ich schon lange nicht mehr von mir, ja. Also das auch, das heißt, deine Balance, das gerade was geschieht, ist wichtig für dich, um Licht und Dunkelheit zu vereinen, ja. Das ist das, was gerade geschieht. Es geschieht in Abständen, ja. Also heißt hier auch, dass Intensives auf dich zukommt, wo du schnell mit konfrontiert wirst, ja. Also was ganz Simples, ein simples Beispiel hier, angenommen, jemand versucht dich zu überholen oder jemand ist rasant unterwegs und dann fängst du irgendwie an zu fluchen. Oder fängst du irgendwie an, an der Ampel bist du dann irgendwie, dass du da vielleicht aus Versehen bei Rot fährst, ja? Also das ist so, du wirst mit Gegebenheiten konfrontiert und zwar einige Gegebenheiten. Das zeigt sich hier. Auf anderen Ebenen ist es definitiv so, also was es mit der Liebe beinhaltet, hier ist viel Bewegung. Hier zeigt sich für den einen oder anderen extreme Unterschiedlichkeiten, das diesbezüglich eben auch, ja? Also, es könnte sein, dass du sehr intensiv spirituell bist und dein Gegenüber genau das Gegenteil. Ja, also das auch nochmal. Also auch in Gegebenheiten, wo viel Bewegung kommt. Ja, also wenn du auf irgendetwas gewartet hast, ja, lass dir selber Zeit, ist wichtig. Also nicht, dass du da voranbrichst, ja, so wie die Gegebenheiten kommen, sondern wirklich gib dir und lass dir selber die Zeit. Es ist etwas, was du noch loslassen darfst, in Gegebenheiten. Was hast du noch nicht verarbeitet? Was hast du noch nicht losgelassen? Wo darfst du vielleicht nochmal zurück? Das auch, also du bist mit einigen Gegebenheiten gefordert in den Dingen. Was hast du vielleicht vergessen? Oder wo, ja, du fährst irgendwo hin und musst dann nochmal zurück. Du hast da was vergessen und musst dieses noch und musst nicht jenes noch, ja? Das sage ich auch. Ich bekomme intensiv 5D, 7D Ebene. Schau bitte individuell für dich. Alles in Gegebenheiten außerhalb von dessen ist es so, Mäßigkeit, Temperance, Ruhe, Gelassenheit. Ja? Also, es ist noch etwas, was du loslassen darfst. Du wirst nochmal gefordert.
du bist in den Dingen, dass du vielleicht auch gerade in diversen Prüfungen bist. Ja, könnte hier im Lehramt sein, könnte etwas Pädagogisches sein, das könnte All-In sein, was du erlernen möchtest, könnte etwas mit Kindern zu tun haben. Ja, also All-In in deinem Leben, wo du gerade für lernst, wo vielleicht gewisse Prüfungen anstehen, das eben auch. Ich bekomme, dass du Stress loslassen darfst, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht bist du sehr gestresst oder bist ziemlich, du möchtest vielleicht schnell. Ja, das ist das, was dich fordern wird. Also, es kommen riesengroße Herausforderungen auf dich zu. Wenn ich sage große, meine ich große. Und das sind die Gegebenheiten, dass du diesen Herausforderungen gewachsen sein wirst. Ja? Es ist wichtig für dich, dass du diese Schutzbarriere, wichtig ist es für dich, in Gegebenheiten, weil du gefordert wirst. Ja? Schütze dich, das ist wichtig. Du bist geschützt, du wirst geschützt sein. Das Göttliche, das Universum. Nimm es für dich bitte, wie es schwingt. Auch das. Und dass du dann, du wirst praktisch vorbereitet für etwas. Du wirst vorbereitet, dass du dann deinen Weg gehen kannst. Ja, also, was darfst du noch loslassen? In den Dingen, du bist in deinen Prüfungen, du bist in deinen Prozessen, ob es die Prüfungen sind, 3D-Ebene, oder ob es generell deine Prüfungen für dich dann diesbezüglich eben auch sind auf anderen Ebenen, schau da bitte eben auch, es kommen viele Impulse diesbezüglich eben auch auf dich zu. Es gibt viele Chancen und Möglichkeiten, die Steps diesbezüglich eben auch deiner. Du wirst diesen Herausforderungen gewachsen sein. Denke bitte daran, zeitliche Aspekte sind nicht unbedingt so, wie das Göttliche des Universums das für dich vorgesehen hat. Heißt auch, dass das Göttliche des Universums keine Zeit und keinen Raum kennt. In Gegebenheiten, wo du vielleicht in der Zeit hier auf der 3D-Ebene eben auch bist und gleichermaßen aber das Göttliche des Universums für dich timet. Das Timing ist bei dir das Göttliche des Universums. Das zeigt sich für dich Aufbruchsstimmung definitiv. Ja? Und bei diesen Gegebenheiten werden sich einige Gegebenheiten für dich kanalisieren, bekomme ich. Also es wird sich ganz, ganz viel zeigen, wo du die Steps für dich wissen wirst, in der Ruhe und in der Gelassenheit. Ja, indem du für dich eben auch weißt und diese Herausforderung annimmst. Du wirst sie annehmen, das sehe ich hier auch, weil du dieser Herausforderung gewachsen sein wirst. Ja, und in der Liebe so oder so, es kommt Bewegung in dein Leben und das All-In zu handeln eben auch, du bist auf deinem Weg, definitiv weiter so, alles, alles Liebe hier für dich. Schauen wir hier weiter für die Wiedergeborenen. Hier haben wir aber einige Botschaften für dich. Einige. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. 10-10 also. Herzlichen Glückwunsch hier für dich. Nochmal eine 10. So, meine Liebe, mein Lieber, ich schaue jetzt hier einmal für dich, für die kommende Zeit, was auf dich zukommen möchte. Wir haben hier deine Disziplin, ich sagte schon beim Mischvorgang, du hast hier dreimal die 10. Also, es zeigt sich wundervoll, 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 wundervoll in deinem Leben. Und zwar ist es so, dass du definitiv deine Ziele hast. Ebenfalls jemand dich im Visier hat, wir haben hier den Teufel. In Gegebenheiten, sorge dich nicht, denn du bist in Gegebenheiten, dass du
organisiert bist, du bist zielstrebig, du bist diszipliniert, du bist mutig und du gehst in die Ansätze all in deinem Leben in der Form, dass du, und du hast dir schon etwas erbaut, du hast dir schon etwas erschaffen und du bist sehr kraftvoll, sehr powerful. Ich bekomme, dass du entweder kürzlich erst begonnen hast oder jetzt beginnen wirst. Hier zeigt sich aktives Training all in deinem Leben, ja. Hier haben wir natürlich etwas, was mit körperlichen Aktivitäten zu tun hat. All in ist es ja so, dass du fit bist oder fit sein darfst auf allen Ebenen, ja. Also es zeigt sich mir hier intensiv dein Training, ob das stattfindet hier, also was dein Körperbewusstsein beinhaltet, all in. Also Mind in Form Körper, ja. Wir haben, nur aus Liebe kann entstehen, da bitte schauen, da bitte aufpassen, in der Form, dass du in den Gegebenheiten bist, nicht aus einem ganz, ganz bestimmten Grund etwas tust. Das auch, weil der Teufel sagt mir auch in diesen Ansätzen, weil du hast hier 10, 10, 10. Ja, also überfordere dich nicht, tu das, was du tust, aus Liebe. Nicht aus einem ganz, ganz bestimmten oder anderen Grund. Ja, was ich für dich hier bekomme bezüglich dessen, was ich dir weitergeben darf. Ja, ich tue mir etwas Gutes. Okay, wo bist du? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich, schauen wir mal, dass es hier fokussiert, dass du nicht auf der Strecke eben auch bleibst. In Gegebenheiten, dass du dich nicht überforderst, ja, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Vor allem auch in Gegebenheiten, wo opferst du dich auf, auch das, ja, schau da bitte, das kann alles sein, das kann sein in einer Firma, das kann sein, dass gewisses abverlangt, eben auch von dir wird, vielleicht bist du 13, 15, 20 Stunden aktiv. Könnte auch sein, dass hier etwas mit Doping zu tun hat, das auch, also gewisses mit Medikamenten ähnliches, das bitte auch, ist speziell und individuell, es ist nur das, was ich bekomme. Ja, also ganz, ganz wichtig, dass du in einer Gegebenheit bist, wirklich für dich schaust, ja. Das, was du tust, für dich tust, das, was du tust, für in Liebe tust, das, was du tust, dich nicht vergisst, ja, das. Und das ist das, was ich vorhin schon sagte, nur aus Liebe kann entstehen, dass du da dir dessen diesbezüglich eben auch bewusst bist. Turbulenzen kommen. Inwieweit ist es so, dass es wirklich so in deinem Leben ein Auf und Ab eben auch ist? Schau, dass du da nicht zu viel tust. Ja, also immer so dieses Gleichgewicht diesbezüglich eben auch herstellen. Und vor allem auch schauen, mit den 10 der Stäben dir einen Überblick zu verschaffen. Du hast hier deine Ziele, was wundervoll ist. Du hast hier deine Visionen, du hast hier die Gegebenheiten, das, was du für dich eben auch möchtest. Du bist in einer wundervollen Energie, wirst in einer wundervollen Energie sein. 10. Kelche ist Liebe, 10. Kelche ist alles, ist Familie, drum und dran. Vielleicht bist du in einer wundervollen Partnerschaft, hier ist Business. 10. Münzen ist alles, 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 alles. Mehr gibt es nicht. Ja, und hier ist es eben auch wichtig, dass du für dich diesbezüglich eben auch da bist, das auch. Du bist voller Feuer, du bist voller Temperament. Auch eine Königin der Stäbe könnte in deinem Leben diesbezüglich eben auch eine Rolle spielen. Wie ich schon sagte, zeigt sich etwas, wo jemand auch so obsessed auch ist. Ja, auch das. Also wenn es um die Liebe geht, dann ist es so, dass jemand stark eifersüchtig ist. Dann ist es so, du hast vielleicht auch jemand, der möchte sein wie du. Das ist auch noch zusätzlich. Funktioniert nicht, ja? Weil du bist du. Keiner kann so sein wie du. Weil jeder ist ein Individuum. Ja? Das eben auch. Also wenn du da mit Nachahmern zu tun hast, etc., etc., ist es so, es funktioniert nicht. Es kann gar nicht funktionieren. Ja? Selbst wenn du einen Zwilling hast, kann das nicht funktionieren, weil es einfach nicht funktioniert. Ja? Weil selbst der Zwilling ist irgendwo anders. Ja? Also, in den Gegebenheiten, wo du bist, ich sehe, dass du viele Opfer gebracht hast oder für jemanden viele Opfer bringen musst. Und da schau bitte, wo bleibst du? Wo bleibst du letztendlich? Bleibst du auf der Strecke? Ja, oder ist es so, dass da du nur Opfer bringst für andere?
Weil in dieser Konstellation liegt es mir hier vor allem da nochmal, ja, inwieweit bringst du da ganz, ganz viele Opfer für was auch immer in deinem Leben. Und da schau bitte, ich schaue nochmal auf den Ausgang, wobei wir hier alles schon liegen haben, aber hier geht es rein um dich. Ja, also hier könnte jemand so angezogen sein wollen wie du. Hier könnte jemand so irgendwie, ja, man möchte das auch. Man will es unbedingt, man möchte auch. Funktioniert nur mit Liebe. Anderes funktioniert nicht. Anders funktioniert es nicht. Ja, schau. Es ist so starker Ehrgeiz, ja, und auch so gewisse konfliktreiche Dinge mit anderen Personen. Jemand möchte unbedingt so sein und jemand möchte unbedingt dieses tun. Jemand möchte unbedingt das tun. So liegt es hier drin. Und das ist das, was sich hier dann eben auch mit dem Teufel diesbezüglich eben auch gezeigt hat. Ja? Also man möchte unbedingt sein wie die andere Person. Man möchte auch das schaffen, man möchte auch das machen und, und. Ja? Also schau da bitte für dich ganz, ganz hier. Spiegelthema, schau mal hier. Starke Konkurrenzsituation, intensiv, extrem. Ja, 5 in der Spiegelung hier. Schau bitte, ganz, ganz wichtig. Schau für dich. Alles ist da. Alles ist wirklich da. Alles, alles Liebe. Eine wundervolle Zeit für dich umarmt. Bis dann.